Hallo? Hallo? Ich mach sicher nichts Politisches. Das gefährliche Leben der Rosa Luxemburg. Ein Lebenslauf. Maciej Rosza, Rosalia Kruschinskaya, Anna Matschke. Rosa Luxemburg ist tot. Eine Polin, die sich selbst den Gefahren ihrer Heimat entzieht, aber die deutschen Arbeiter zur Revolution aufstattet. 1913, Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten. Rosa Luxemburg hetzt in fanatischer Weise zur Propaganda der Tat auf. Über die Jahre habe ich 4 Geliebte und einen Ehemann, falls Sie das interessiert. Das theoretische Schaffen von Rosa Luxemburg. Erstens, was ist Nationalökonomie? Zweitens, gesellschaftliche Arbeit. Drittens, viertens, fünftens, Wirtschaft. Die Errichtung der kapitalistischen Weltwirtschaft zieht nach sich Verbreitung immer größeren Elends. Unser Vaterland, das ist die ganze Welt. In Wirklichkeit sind es die Völker, die namenlosen Massen selbst, die ihr Schicksal, ihr Wohl und Wehe schaffen. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ich sprach mit solcher Anteilnahme, dass der ganze Saal vor Erregung bebte. Den Kapitalismus sanft reformieren, das sehe ich anders. Es lebe die Re. Mit allem, was sie bringt. Die Völker können und sollen ohne Unterschied der Farbe und der Rasse in Frieden zusammenleben. Sollen wir uns den Krieg ungestraft gefallen lassen? Niemals!